Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Maya-Kalender am 14. Mai 2019. Die Mayas, und es war eine Hochkultur, sie haben die Natur beobachtet, die kosmischen Einflüsse beobachtet, auch die wiederkehrenden Zyklen beobachtet, und sie haben ein hervorragendes, ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Und das ist dieser Maya-Kalender. Leider wurde ein Teil zerstört durch den Inquisition. Auch wenn das uns etwas fremdartig erscheint, aber ich möchte das auch näher bringen. Und dieser Maya-Kalender hat auch mit Portaltagen was zu tun, weil die Portaltagen kommen von Maya-Kalender. Und morgen, am 15. Mai, ist wieder ein Portaltag. Die Mayas haben verschiedene Wellen oder Frequenzen. Davon gibt es 20 Tönen oder Schwingungen oder Frequenzen. Wir befinden uns gerade in der 12. Welle und das dauert bis 15. Mai. Und diese Welle besagt, das ist die Welle der Fruchtbarkeit, wie ein Netzwerk, das dehnt sich aus, aber das gibt uns auch Kraft, zusammenfügt Menschen, ein gemeinsames Ziel erreichen, und das ist auch Wachstum, das ist schöpferische Kraft und Heilenergie. In dieser Zeit werden bestimmte Menschen zusammengefügt werden und wir lernen in dieser Zeit andere Menschen auch respektieren. Das ist Kreativität und gibt die Kraft für Künstler, auch die Intuition und die Inspiration dazu. In dieser Zeit ist das wie ein Fluss, was jetzt schneller fließt. Wir befinden uns im 12. Tag in dieser 12. Welle und die Zahl 12 wurde so gezeichnet bei den Mayas und das bedeutet Fülle, den Überblick über etwas, Informationen erhalten, Erfahrungen machen, die größeren Zusammenhänge erkennen, aber auch sehen. Und bedeutet auch Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Liebe, aber auch Selbstliebe. Die Kraftfeld zeigt Man und das ist übersetzt bedeutet Adler und wir brauchen die Adlerblick, einen Weitblick, einen Überblick schaffen über etwas. Adler bedeutet auch Botschaft und Spiritualität, neue Ideen, Glauben, Glauben an uns selbst, Glauben an unserem Vorhaben, Glauben an die Liebe und Glauben auch an Gott. Die Mondkraft zeigt Ich und bedeutet übersetzt Wind und das heißt aufatmen, in Leichtigkeit kommen. Es ist Luftelement, zeigt auch diese Leichtigkeit und bedeutet auch Ideen, Ideenreichtum, Geist oder eine Botschaft, eine göttliche Botschaft oder erkennen die Macht, die Gedanken und Sprache, Kommunikation. Und das war meine heutige Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Alles Liebe von Dendera.